Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ich möchte mit ein paar persönlichen Bemerkungen beginnen. Für mich ist das die erste Enquete-Kommission und ich kam erst auf den letzten Metern dazu. Mir war aber bekannt, dass diese Enquete von Anfang an ungewöhnlich konzipiert war, mit dem Anspruch, konsensual wissenschaftlich und nicht streitlustig politisch, parteipolitisch zu arbeiten. Ein gemeinsames Votum ohne Minderheits- und Mehrheitsvoten war das Ziel. Es gelang, das von Anfang bis Ende durchzuhalten, was auf Bundes- wie Länderebene ganz ungewöhnlich ist. Ich finde das beachtlich und möchte mich ausdrücklich bei allen Beteiligten dafür bedanken. Ich selbst bin dankbar, dass ich, wenn auch nur für kurze Zeit, ein kleines bisschen dazu beitragen durfte. Den Hauptteil für die Fraktion leistete Kai Schmalenbach, der dann erkrankte, und dem ich auch von hier aus im Namen aller die besten Genesungswünsche übermitteln möchte. Ich fahre nun fort mit einem Zitat. Nachhaltigkeit muss zur Chefsache werden und im Mittelpunkt der Bemühungen des Staates stehen. Eine ökologische Finanzreform muss ebenso angegangen werden wie die Förderung sozialverträglicher Innovationen. Neben der Nabelschau ist aber auch der Blick auf das globale Geschehen wichtig. Von einer Weltumweltorganisation ausgestattet mit der notwendigen Kompetenz könnten hier entscheidende Impulse erwartet werden. Letztlich muss das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft weit oben auf die Agenda gesetzt werden, damit der Prozess der Globalisierung mehr Chancen als Risiken bietet. Auch wenn wir nur eine ungenaue Vorstellung davon haben, wie das Ziel nachhaltige Gesellschaft aussieht, können wir doch Schritt für Schritt einen Richtungswechsel vollziehen und die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit stellen. Diese Worte schrieb das Bundestagsmitglied Marion Kaspers-Merk von der SPD als Vorsitzende an das Ende ihres Vorwortes zum Bericht der Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt, Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung. Dieser Bericht erschien am 26. Juni 1998, vor 17 Jahren. Helmut Kohl war noch Bundeskanzler. Es war ein guter Bericht mit klaren Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit zu erreichen ist. Wir sehen also, wenn man Enquete-Kommission mit klugen Menschen besetzt, ergeben sich gute Berichte mit wertvollen und brauchbaren Empfehlungen. Was aber aus den Empfehlungen gemacht wird, das bestimmen dann andere, nicht unbedingt ebenso kluge Menschen. Am 27. Oktober 1998 wurde Gerhard Schröder Bundeskanzler. Er stellte die Wirtschaft in den Mittelpunkt seiner Politik und war den nicht nachhaltigen Ideologien des Neokonservativismus und Sozialdarwinismus verpflichtet. Das einzig Nachhaltige dieser Politik war ein nachhaltiges Ignorieren der Nachhaltigkeitsempfehlungen. Dennoch, das Wort Nachhaltigkeit ist angekommen. Und auch im von uns heute vorgestellten Abschlussbericht unserer Enquete-Kommission findet es sich ausreichend häufig. Wir können also zufrieden sein. Enquete-Kommissionen wirken nachhaltig. Auch unsere. Im Sinne der Nachhaltigkeitsenquete des Bundestages haben wir gearbeitet und Ergebnisse vorgelegt. Gut so, denn auch für den vorliegenden Bericht haben die Fraktionen kluge Menschen bestellt, Experten hinzugezogen, Gutachten beauftragt und es stecken nicht unerhebliche finanzielle Mittel darin. Der Steuerzahler hat also ein Recht darauf, dass nun auch weiterhin klug mit den Ergebnissen verfahren wird. Die Bürger dürfen eine bessere und schnellere Umsetzung erwarten, als es mit den Empfehlungen der Bundestagsenquete zur Nachhaltigkeit geschah. Die Handlungsempfehlungen beschreiben also wissenschaftlich und konsensual, was technisch möglich ist. Durch die sachlichen, fast lakonischen und wertungsfreien Formulierungen ließ sich Einigkeit erreichen. Der Streit beginnt jetzt auf anderen Ebenen, außerhalb der rein technisch-wissenschaftlichen, fachlichen Diskussion. Unter bisher ausgeklammerten Aspekten, die nun relevant werden, betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche, ökologische, politische, gesamtgesellschaftliche. Nicht alles, was wertungsfrei als technisch machbare Handlungsempfehlung beschrieben ist, ist auch sinnvoll oder erwünscht unter einem oder allen dieser jetzt hinzukommenden Aspekte. Es geht um Ressourcennutzung, Effizienz und Suffizienz, Kreislaufwirtschaft, der Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft wie der
Kommissionsvorsitzende Herr Markert das vorhin schon in seiner Einleitungsrede so zutreffend beschrieb. Wir haben schon letzte Woche die ersten medialen Fehlinterpretationen erleben müssen, noch vor der Vorstellung unserer Ergebnisse an diesem Montag. In dieser Woche folgten dann weitere von landespolitischer Seite. Und es wird so weitergehen mit gezielten Fehlinterpretationen, wieder besseren Wissens durch Menschen, die eine bestimmte Agenda verfolgen. Werden auch jetzt wieder andere Menschen, nicht unbedingt ebenso klug wie die Kommissionsexperten, bestimmen, was aus den Empfehlungen gemacht wird? Nein. Das hat die Kommission und das haben ihre Ergebnisse nicht verdient. Es lohnt sich, dagegen zu steuern. Für die Piraten stelle ich eindeutig fest, dass wir weiter an unserer Forderung nach einem Komplettverbot für Fracking nach fossilen Brennstoffen festhalten und dass der Versuch, aus den Ergebnissen der Kommission abzuleiten, Fracking sei jetzt eine Option, eine gezielte Fehlinterpretation wieder besseren Wissens durch Menschen ist, die platt und stumpf ihre kurzsichtige Agenda verfolgen. Die Kommission hatte Fracking ausdrücklich ausgeklammert. Darauf hat der Kommissionsvorsitzende Markert eben auch nochmals hingewiesen. Die lakonisch beschriebene Tatsache, dass Braunkohleveredelung technisch machbar ist, bedeutet ebenfalls nicht, dass sie unter all den anderen Aspekten sinnvoll oder erwünscht ist. Hier muss dann die gesamtgesellschaftliche Abwägung vorgenommen werden, auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes, des Flächenverbrauchs, der Volkswirtschaft, der gesellschaftlichen Akzeptanz. Betriebswirtschaftlich rechnet sich das schon gar nicht. Und solange das so bleibt, müsste man entsprechend Geld nachschießen, damit sich überhaupt jemand findet, der das betreibt. Aber Forschung und Entwicklung gehen weiter und niemand weiß, was in 20 Jahren möglich und sinnvoll ist, ökologisch und nachhaltig betrachtet. Es ist schade, dass bei der Interpretation der Handlungsempfehlungen all das bereits jetzt ausdrücklich betont werden muss. Wie gesagt, erwarten die Bürger zu Recht eine gute und schnelle Umsetzung unter ihrer politischen Beteiligung durch eine vorausschauende Wirtschaft, eine weitsichtige Industrie und durch eine kluge und nachhaltige Landes- und Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen. Möge uns das gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder, für die Landesregierung, Herr Minister Dünn.